Herzlich willkommen bei den Mini-Steckbriefen von Wanted. In dieser Folge geht es um die Abgottschlange, Boa constrictor constrictor. Der Lebensraum sind die Regenwälder Südamerikas, von Kolumbien bis Peru und Brasilien. Es sind reine Bodenbewohner, die meist zwischen den Bäumen gut getarnt auf Beute lauern. Die Größe und Farbe variiert stark, je nach lokaler Herkunft, zwischen 1,60 Meter und 3,50 Meter. Charakteristisch ist der muskulöse Körper, mit dem sie ihre Beute erdrosseln. Bei guter Pflege kann eine Boa constrictor in der Terroristik durchaus 20 bis 30 Jahre alt werden. Vom Wesen her sind Boa constrictor constrictor ausgesprochen ruhig und umgänglich. Die Zucht und Haltung sind jedoch vergleichsweise anspruchsvoll, sodass sie sich für den Einstieg weniger gut eignen. Abgottschlangen bringen zwischen 7 und 30 Jungtiere, eilebend gebärend, zur Welt. Ein geeignetes Terrarium sollte nicht zu hoch gewählt werden und eine Ablagefläche sollte bereitgestellt werden. Außerdem empfehlen wir eine Tiefe von mindestens 80 cm. Eine gute Struktur, wie zum Beispiel Äste und Hindernisse, sind essentiell für das Wohlbefinden der Abgottschlange. Die Luftfeuchte sollte in der Regenzeit mindestens 75% betragen und in der Trockenzeit dann auf 50% abgesenkt werden. Tags hat es dann etwa 28 bis 29 Grad mit lokal 30 Grad und nachts etwa 21 bis 22 Grad. Regen- und Trockenzeiten sollten unbedingt beachtet werden. In freier Natur ernähren sich viele Abgottschlangen vorwiegend von Echsen. Jungtiere haben deswegen oft Probleme, sich an Ratten zu gewöhnen. Dies macht die Aufzucht auch sehr anspruchsvoll, was nicht selten zur Regoration, also dem Auswürgen von Futter, führt. Wie alle Reptilien häuten sich Abgottschlangen regelmäßig und nach etwa 4 bis 5 Jahren ist ihre Hauptwachstumsphase abgeschlossen. Boa constrictor constrictor gehört mit Sicherheit zu den schönsten Schlangen, wird aber wegen dem hohen Anspruch an die Bedingungen für die Zucht nur von wenigen Züchtern regelmäßig nachgezüchtet. Natürlich empfehlen wir auch hier, Jungtiere bei Züchtern zu erwerben und nicht auf Wildfänge zurückzugreifen. Wir hoffen, es hat euch gefallen und schön, dass ihr wieder dabei wart. Wie immer findet ihr eine vollständige PDF der Tiersteckbriefe auf den Facebook-Gruppen Boa und Pythonwelt und Welt der Würgeschlangen.